Wir fahren gerade interessante Straßen. Nennen wir es mal so, ne? Interessante Straßen. Sehr interessante Straßen. Sehr interessante Straßen. Ich habe zweimal versucht, da hochzukommen, hat nicht funktioniert. Jetzt bleiben die Jungs noch mal draußen und ich gebe da mal Gas hoch. Mal schauen wir mal, wie es am Ende ausgeht. Hans Köpfigkeit pur hier. Immer irgendwo hinfahren und wieder zurückfahren. Die werden unglaublich steil kommen. Ich glaube, die werden gleich direkt aus dem Laden, werden die, weißt du, direkt also angezogen. Also wirklich direkt. Wir haben eine fiese neue Kopfbedeckung. Ich finde, die gehen so steil, die Ganz Dinger. Ganz steil. Die ist zart. Wir machen jetzt hier eine Pause. Ich zeige euch gleich mit der Drohne das Surrounding. Das ist geisteskrank, also wirklich heftig. Das heißt für uns an Tag 1, 2 und 3 ging es erstmal Richtung Kigeti Pass und jetzt danach ging es über Tokmok in Richtung Isikuro-See, wo wir dann eine Canyon-Wanderung gemacht haben. Kann man so Club? Lass mich kacken! Love is a highway. I will ride it all night long. Einen wunderschönen guten Morgen, Sportsfreunde. Wir haben uns noch nicht gehört. Jetzt hören wir uns. Ihr habt unseren alten Campingspot gesehen, ne? Gestern. Wirklich ausführlich, wo wir standen, wie wir standen, was wir gemacht haben, ne? Etc. etc. Heute Nacht hat es mies geregnet. Dann hat es heute Morgen wieder angefangen und jetzt gerade mussten wir notgedrungen, obwohl hier wir alle noch am Chillen waren und am Liegen waren, musste Fredde sich da vorne hinsetzen und losfahren. Und zwar zeige ich euch jetzt mal, warum. Ich mache mal kurz das Fenster auf. Ich kann auch reden. So, Sportsfreunde. Oh, das ist ja viel zu hell. Da seht ihr es. Da ist nämlich auf einmal Eskalation gewesen. Das Trockenland ist einfach ein reißender Fluss geworden. Zu hart. Nachdem wir den Schock verarbeitet haben, wurde es dann auch mal Zeit, unsere Sachen aufzuräumen, den Van aufzuräumen, uns abfahrbereit zu machen, damit es auch wieder losgehen konnte. Die Party geht weiter. Es geht wieder los. Isikuro-See ruft. Ahu. Das ist, glaube ich, auch viel zu windig, um mich zu verstehen. Sind die Büsche nicht dafür? Heute gibt es noch extra frisch gezapften Lauch. Sam Tommy. Ja, frischer geht's nicht. Oh, oh, oh. If my highs are highs, my lows are low. Stabil. Na gut. Da ist mal wieder Lammen. 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 Wer ist Lammen schon wieder? Lammen jeden Mittag. Jeden Mittag, wer ist Lammen? Hey. Fred, was hast du vor? Oh Gott, Fred, was hast du vor? Dieser Snackbiss macht... Pause vorbei, weiter geht die wilde Fahrt. Maestros, Maestinas, wir machen ein kleines Päuschen hier. Eine kleine Auseinandersetzung, Freddy und ich. Hat schon mal wieder geklärt, alles super, 1A, top wieder. Wir machen jetzt hier ein kurzes Päuschen. Ist die cool See. Haben uns aber darauf geeinigt, dass es nicht der Spot to go ist, sondern wir fahren gleich da hinten einmal noch ins Dörfchen zurück. Da gucken wir nach was zu essen. Dann fahren wir Richtung Fairytale Canyon noch. Dann schlafen wir unten am Fairytale Canyon und machen morgen einen Pausetag. Also
Pause. Das heißt, wir machen dann morgen den ganzen Tag. Alter, meine Nase ist ja übel zu. Morgen den ganzen Tag, dann gehen wir Fairytale Canyon wandern und etc. etc. Bruder, ich klinge, als wäre ich, ich todkrank. Allergie kickt mal wieder böse, ja. Ich gehe jetzt mal ganz kurz runter zu den Jungs. Die sind unten am Wasser am Chillen. Ich wusste, man brauchte mal kurz ein paar Minuten für mich. Das ist, gehört einfach dazu. Ist ja nichts Schlimmes. Wie gesagt, ich gehe jetzt runter zu den Jungs. Ich filme die da einmal. Ich zeige euch das ganze Surrounding. Bis gleich. So, Sportsfreunde, ihr kennt es von Freddy und mir aus Off-Track. Kleine Lost Place Tour. Wir gehen jetzt hier, da, vielleicht auch noch da rein. Mal gucken, ob das auf ist. Gehen jetzt mal luschern. Als ich hier reingeguckt habe mit dieser Altar oder sowas und dann die Dinger hier zum Chillen, das hat mir ein bisschen Angst gemacht. Das ist einfach Sekte. Ich habe den Sektenpult einfach umgeändert zu DJ-Pult. Gib mir den Beat! Schon sehr geil, ich liebe solche Lost Places. Dieser Totenkopf kommt auch so behindert geil hinter dir. Und einfach. Ich schwöre, würdest du mir sagen, das ist das Meer, ich würde es dir glauben, ne? Das ist eine Aussicht hier, nicht? Freddy. Nicht? Freddy versucht hier gerade noch einen guten Shot zu kriegen. Aber hat ein bisschen Angst. Freddy hat Höhenangst. Freddy hat extreme Höhenangst. Freddy mag die Situation hier nicht. Freddy, einmal. Nein. Einmal hier rüber, Fred. Nein. Einmal hier rüber. Nein. Einmal hier rüber. Voilà, nein. Voilà, ja. Voilà, nein. Voilà, ja. Voilà, nein. Voilà, ja. Ah, Mann. Ich schwöre bei Gott, ich habe des Grauens Höhenangst. Ich mach den nicht. Treffen wir uns in der Mitte und dann wieder zurück? Nein, nein. Geht nicht. Nein, geht nicht. Nach der Lost Place Tour ging es für uns Richtung Stadt, wo wir zuallererst mal in einen kleinen Supermarkt gegangen sind, da aber nicht so wirklich was gefunden haben, weshalb wir uns dann Richtung Restaurant orientiert haben. So, Sportsfreunde, ne? Wir sind jetzt hier in irgendeinem Restaurant. Das Einzige, was wir wirklich gefunden haben. Ja, übertrieben chillig. Karte sieht stabil aus. Bei Gott, das klingt. Man sitzt hier einfach so im Schneider. Ja, so, das kann man auch mal filmen. Ich sitze hier auf dem Boden. So. Ja, das kann ich jetzt nicht zeigen. Kannst du bei dir zeigen? Gleich, ja. Aber das ist einfach so eine Bank. Das ist ja nicht der Boden. Meint ihr, wir sollten jetzt eigentlich mal Bescheid sagen, dass wir ready sind, oder? Freddy, mach mal ein Handzeichen. Oha. Das war die rechte Hand unten, Digga. Oh, jetzt wird bestellt hier. So. Das ist mein Gulasch. Sieht stabil aus. Was für ein Gulasch ist das? Beef-Gulasch. Freddy hat seine Fried irgendwas schon. Manche. Justin hat nur Reis abklatscht. Buckwheat. Wir trinken Jasmin-Tee. Beste Leben. Beste Leben. Also, Runde 2. Mantis, Fried Manti, Non-Fried Manti. Für die Boys. Ja. Yeah. Für die Boys. Zweite Runde, wir sind nicht satt geworden. Wir sind auch komplett allein. Das ist unser Laden. Ich glaube, sehr spät für die Boys. Wir lassen uns specken, dann geht's weiter. Halbe Stunde müssen wir dann noch fahren. Freddy ist nicht so ganz überzeugt. Gleich im Dunkeln zu düsen. Straße hat sehr viele Leute. Machst du nix. So, Sportsfreunde, wir haben jetzt eine richtig dicke Mission. Dicke Mission. Es regnet draußen, es gewittert draußen, wir haben keinen Bock auszusteigen. Deswegen machen wir jetzt Van-Preparation, Aufbau. Ohne den Van zu verlassen. Wir haben einen dicken Masterplan. Ja, wir haben schon geplant, taktisch alles durchgerechnet. Sollt
Sollte klappen. Sollte funktionieren. Step 1, Jannis klettert durch dieses Fenster. Easy. So. Step 2 ist, ich kletter durch das Fenster. Step 3 ist, Rucksack ready machen. Aber sind sie eigentlich? Wir haben die halt nie unready gemacht. Richtig. Step 4, Rucksäcke nach vorne. Step 5, alle Sachen von auf mein Bett hinten. Dann hier vorne, Step 6, das Bett zusammenbauen. Die Matratze rüberziehen. Nee, dann alle Sachen. Dann ist Step 7, alle Sachen rüber auf die Seite hier. Step 8 ist dann Matratze rüberziehen. Und dann sind wir durch. Easy 8 Easy. Steps. 8 Steps. Das ist ein 8-Step-Plan to the win. Let's go. So, Step 1, complete. Wir sind beide hier hinten. Step 2 auch fast. Step 2, Rucksäcke ready machen, steht auch fast. Da ist meine, da ist Tommys und da ist Freddy. Freddy macht Mission nicht mit. Nee, will so, er nicht. Will er nicht. Jans muss seinen Rucksack noch ready machen, dann ist... Spielverderber. Ja, dicke Spielverderber. Dicke Spielverderber. Ja, Spielverderber. Mission gescheitert für dich. So, Step. Warte mal. 1, 2 ist complete. 3 ist complete. 3 ist complete. Jetzt Step 4, Aufbau. Step 4, Aufbau. Guck mal, ein Faxen an dem. Tschüss. Fass das Ding in die Fresse bekommen. Guck mal, einen fetten Turn gezogen. Ja. Und jetzt ist es drin. Nein. Ah, das ist ein Minuten. Alles gut. So. Männer. Step 4 complete. Step 4 complete. Step 5, alle Sachen von hier auf Freddys Seite bringen. Boah, ich fühle mich auf der Titanic hier. Auf der Titanic kommen. Ja, Junge. So, das war Step 8. So einfach geht das. Eigentlich sind wir jetzt fertig. Habibis, wir haben es geschafft. So einfach geht das. Du hast nicht geschafft, aber du kriegst trotzdem, wenn du möchtest. Ich hab nicht geschafft, ja. Auf der Rucksäcke und sowas. Der war jetzt aber stark. Aber die ist hier echt ein bisschen lang. Das ist Freddys Seite. Ja, das regnet hier auch wirklich durch die Fenster durch. Ach, der Van macht seinen Job. Ich glaube, jetzt wird noch ein bisschen Karten gezockt. Ein bisschen was gefuttert. Wir haben noch ein paar Chips hier. Bis Jannis Abi Geburtstag hat. Yeah. Eine wunderschöne gute Nacht, Sportsfreunde. Heute ist übrigens Jannis Geburtstag. Ich rede mit Kamera, Bruder. Heute ist Jannis 21. Geburtstag. Der wird heute ist dein Geburtstag, den feiern wir heute Abend dann quasi mit ein bisschen einer Pulle Wodka. Einer Pulle Chantrey. Alles, was an Alkohol halt zu finden ist. Ne? Und dann feiern wir meinen Geburtstag rein, weil ich habe nämlich morgen Geburtstag. Das ist schon immer so gewesen, das haben wir öfter schon gemacht. Machen wir wieder. So. Tschüss. Guten Morgen. Ja, Geburtstagskind macht Sucuk mit Ei. Richtig. Sehr schön. Die anderen beiden Brails sind einfach seit 25 Minuten verschwunden. Einfach weggegangen, einfach verschwunden. Aber. Egal, was sie tun, man hätte es auch zusammen tun können. Ja. Aber egal, wir machen jetzt für die zwei Süßen machen wir jetzt Frühstück ready. Ja. Ist ein schöner Morgen bis jetzt. Sonne ist gerade ein bisschen rausgekommen. Man ist echt am Chillen. Guten Morgen von meiner Seite. Ich sehe halt nichts. Ich lasse mal einfach die Augen zu, während ich mit euch rede. Wir fahren gleich Richtung Fairytale Canyon da hinten. Gehen, denke ich mal, ja. Und dann machen wir heute einen halben Ruhetag, was das Fahren angeht. Ich glaube, Freddy will hier nicht nochmal eine Nacht verbringen. Und ja, Mann. Aber jetzt gibt es erstmal Frühstück. We'll be right back.
Wir haben unsere Taschen gepackt und jetzt geht's los an den Strand. Ein bisschen Chillerei, ein bisschen waschen endlich. Ich freue mich so, meine Haare zu waschen, weil die sind so am Gammeln. Ich will es eigentlich gar nicht zeigen. Aber Bei mir heute Morgen war schlimmer, ja. Ich fühle mich nicht mehr wohl. Ich drehe jetzt einmal die Kamera. Ui, ui, ui. Angst vorm Jumpscare, Leute. Einmal Jumpscare-Warnung. Oh, voll in den Knöchel. Der Hurensohn. Die Boys sind ready. Justin, machst du ready? Hast du mich gemacht? Ja. Stark. Maschine sogar. Läuft sogar. Die Kamera läuft. Nee. Mikro läuft sogar. Mikro läuft sogar. Das ist ja nicht ganz normal für Janis. Sportmodus. Crocs sind auch wichtig. Voll die da rausschlitten. Sonne auch wichtig. Weil das Wasser ist echt arschkalt. Okay. Also, das wird wahrscheinlich okay gegen Norwegen sein, von daher. Das denke ich auch. Schau mal. Schlauch aber nicht rein. Ich gehe ganz normal. Ey, jetzt sind so diese, weißt du, diese Baywatch. Es ist so kalt! Ja, nachdem wir uns dann nach 4-5 Tagen das erste Mal reinigen konnten, haben wir uns noch ein bisschen am Strand entspannt und ein bisschen Faxen gemacht. Ja. Waschtag beendet, also für heute. Da hinten zieht ein leichtes Gewitter auf, das sieht man bestimmt. Und wir wollen aber noch den Canyon sehen, deswegen laufen wir jetzt wieder zurück, Sachen wegbringen und dann Richtung Canyon. Ewa. Man fühlt sich wieder frisch, die Haare. Seht ihr diesen Unterschied? Es gibt keinen Jumpscare mehr, ich habe wieder Haare. Love is a highway, I will ride it all night long. Woo! My way, I will run. Ich kenn den Song nicht weiter. Wir haben jetzt ca. 20, 30 Minuten in diesem Van gechillt. Kurz Regen abgewartet. Jetzt ist das Gewitter da irgendwo hinten. Da hinten irgendwo. Und unser Canyon ist jetzt wieder frei. Sonne scheint. Alles süß. Für uns geht's jetzt los. Tommy nimmt Vogelscheuche mit. Scheiße. Okay, das war nicht der Plan. Ich wollte die aufstellen. Ja, ja. Du kleiner Rabauke, du. Ich hab dich, Brudi. Ich hab dich, Baby. So, wir gehen uns jetzt eigene Donkeys klauen. Und jetzt mal Hallo sagen den Donkeys. Wir setzen uns jetzt alle auf einen und dann pow. Das ist Tommys Donkey. Der Fette da. Dieser Übergewichtige, darauf steht Tom. Ich glaube, das ist ein Mama-Donkey. Mama. Ja, wer hätte es gedacht, ne? Es fängt an zu regnen. Haben wir jetzt hier so ein paar Mal schon erlebt, alles gut. Solange es nicht blitzt und donnert, ist eigentlich alles top soweit. Ist eigentlich schönstes Wetter dann. Eigentlich auch, wenn es blitzt und donnert, ist schönstes Wetter. Ja, schönstes Wetter hier. Wir sind ein bisschen hell zwischenzeitlich. Zentralasien, wir haben uns vorher ein bisschen informiert. Wir dachten so 30 Grad und so. Nope. Wir sind da, so ziemlich. Ich glaube nicht. Oder? Seht diese Farben. So mäßig, habe ich gesagt. Aber sieht schon heftig aus. Ja, den Dödel kannst du genau drauf haben. Das hat einen fiesen Blickkontakt mit der Kamera. Oh, das ist richtig am Genießen. Slow down. Weißt du, was ich mein? Ah, shit. Diese bisschen.
Oh! Ey! Ey! Das sieht so krass aus, Junge. Das ist einfach so zwei Platten, die wirklich sich einmal hier rumziehen. Dann hier bei uns. Und dann, wenn ich einmal hier hochgehe und mich hoffentlich nicht auf die Fresse lege mit der Cam, sieht man, da sind halt viele Menschen leider, aber dass es sich hier immer weiterzieht, wie so eine Mauer einfach. Immer diese zwei Platten nebeneinander. Schon echt crazy hier. Speedy Gonzales. Kennen Sie diesen Mann? Der war geisteskrank. Das ist ein Freak, ja. Einmal lässt man den außer Augen und dann passiert sowas, ey. Kinnas. Nein, nein. Ich bin gedroppt, Bruder. Auf jeden Fall nicht mehr.